Neue Woche, neue Suspendierung. Nach Timo Baumgartler zwei Schalke 04 nun auch Dominik Drexler erwischt. Der 33-Jährige wird zu U23 versetzt und ist fortan nicht mehr Teil der Profimannschaft. In seinen 3 Jahren auf Schalke war Dominik Drexler dafür bekannt, stets meinungsstark zu sein und auch unangenehme Themen anzusprechen. Mit dieser Art ist er bei Trainer Karel Gerrards nicht so gut angekommen. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Zwist zwischen Drexler und Gerrards, auch wegen der geringen Einsatzzeit von Dominik Drexler, denn im Jahr 2024 stand Drexler ganze 28 Minuten auf dem Feld. Das Fass im Überlaufen brachte eine Aktion Sonntag in Hannover. Nachdem Drexler 90 Minuten auf der Bank saß, war er logischerweise unzufrieden, auch mit dem Ergebnis. In der Kabine warf er einen Schokoshake gegen die Wand. Dieser Shake platzte, spritzte Mitspieler ab. Den Trainer hat es gar nicht gefallen. Eine Entschuldigung von Drexler gab es dafür beim Trainer auch nicht. Nun griff Gerrards durch, suspendierte Drexler und zog Konsequenzen. Die Entscheidung, Dominik Drexler zu suspendieren, ist meiner Meinung nach mutig, aber gefährlich. Sportlich spielt er nur eine untergeordnete Rolle und man kann auf ihn verzichten. Aber in der Mannschaft ist sein Wort hoch angesehen. Er war einer der Wortführer und Führungsspieler dieser Mannschaft. Die Gefahr besteht nun, dass Karel Gerrards die Kabine verliert und das wäre wahrscheinlich sein Untergang.